geht's jetzt zur ersten Tour. Wir sind fertig mit Einpacken und wir auch. So, jetzt geht's los, es geht los. Es geht los. Landet alle in der Schüssel oder am Bräter. Die Armviecher. Hallo, liebe Videofreunde. Wir sind jetzt da und zwar im Ziegen, auf dem Ziegenhof Oderbruchhof Alt-Tucheband in Brandenburg. Unser Hund gibt übrigens komische Geräusche von sich, er möchte gerne raus. Ja. Wir lassen ihn noch gleich noch mal raus. Ne? Ja, Moment, Schatzelein. Weil für den ist es hier das Paradies. Ist gut jetzt. Für den ist das hier das Paradies. Die Herrschaften hier haben 3 Hunde. Eine Hündin, die ist jetzt draußen mit den Ziegen. Und das ist die Hütehündin und die passt auch auf. Und wenn die nachher zurückkommt, dann muss Dolden auch drinnen bleiben erstmal, bis die wieder drin ist. Weil da weiß man nicht so, ob die sich dann verstehen würden. Die ist wohl dann doch, also wirklich eine Aufpasserin. Und die anderen beiden Hunde, die die hier haben, na, die verstehen sich gut mit ihm. Und er kann hier rumtollen überall. Er darf frei laufen mit den anderen Hunden hier, mit den beiden. Und das ist für den natürlich total schön, für Dolden. Ne? Nachher, gell? Nachher kannst du noch mal raus. Papi geht mit dir raus. Ich nicht. Weil ich kann nicht raus. Oder wir können eigentlich kaum raus. Tja. Weil wir haben hier ein Problem. Und zwar extreme Mückenplage. Aber richtig, gell? Ja. Hilfe! Ich bin sofort total zerstochen worden. Habe mich jetzt komplett von oben bis unten so mit sowas ähnlichem wie Autan eingesprüht. Aber an den Stellen, gerade wo ich draußen war, nämlich an den Füßen unten, wo ich ein bisschen was vergessen hatte, da sind die sofort rangegangen. Also es ist extrem, wirklich richtig heftig. Das haben sie wohl seit 2 Wochen jetzt, diese Mückengeschichte. Und also es macht es unmöglich, draußen zu sitzen. Aber wir haben ja einen schönen, großen Ausblick hier, die Tür auf dem Mückengitter davor und können herrlich rausschauen. Also von daher alles gut und wunderbar. Können wir auch hier drin sitzen und sitzen trotzdem in der Natur. Und das hat mir immer am Kastenwagen schon gut gefallen. Da habe ich immer so rüber geguckt und habe gedacht, oh, wo die anderen drin gesessen haben, das fand ich schön. Ja, und das ist natürlich jetzt von Vorteil, weil trotzdem können wir die Natur hier genießen und haben einen schönen Ausblick. Auch wenn man nicht unbedingt raus kann. Ja, ansonsten gibt es hier, also die Frau macht ganz leckeren Käse. Dann gibt es Ziegenbratwurst und Ziegenwurst. Da werde ich morgen auch noch mal was mitnehmen. Und ja, ansonsten, ja, Seife hat sie. Honig gibt es, allerdings nicht von Ziegen. Auch. Und ja, ein richtiges kleines, schönes Lädchen haben sie hier. Ja, und es ist ganz ruhig, total ruhig. Wir werden morgen mit dem Hahn Krähen aufwachen.
Perlhühner haben sie noch. Ach, guck mal hier, jetzt ist der Hundi da. Nanu will er wahrscheinlich raus. Dingo. Dingo, ja. Und Perlhühner und normale Hühner. Dann haben sie ein paar Enten und Gänse. Und die Gänse haben sie eigentlich nur aufgenommen, weil die vergast werden sollten. Und die hatten wohl irgendwie so nicht das richtige Gefieder und sollten dann halt eben vergast werden als Küken. Und dann haben die gesagt, nee, die nehmen sie und haben sie jetzt aufgezogen. Und die haben ja einen schönen Sommer. Wenn man überlegt, hat er mir gesagt, die werden nach 8 Wochen schon normalerweise geschlachtet. Das muss man sich mal überlegen. Die haben noch nicht mal, die haben meistens noch Pflaumen. Da werden die schon geschlachtet, hat er mir erzählt. Und die haben wenigstens einen schönen Sommer hier. Wobei ich auch nicht daran denken möchte. Also es gibt ja auch keine Weihnachtsgans zu Hause. Für mich fällt sowas alles aus. Darf ich auch nicht drüber nachdenken. Und nachher um 9 Uhr wollte ich mal gucken, wenn die Ziegen kommen. Das würde ich gerne mal sehen wollen. Ja, und jetzt werden wir uns gleich was zu essen machen. Und zwar gibt es heute Wraps mit Lachs und Sauerrahm. Und wir haben ein Problem, das euch mal der Michael erzählt. Und das ist kein schönes Problem. Gut, dass wir eine Testtour machen. Ja, so wie es aussieht, ist der Kühlschrank, wenn du ihn mit Gas betreibst, defekt. Und zwar nach 10 Minuten ungefähr auf Gasbetrieb fängt er an mit Verpuffung. Erst langsam und leise, aber da wird es immer lauter. Und richtig heftig. Ja, und das ist halt mit Gas, willst du auch nicht so richtig Experimente machen. Ich weiß nicht, woran das liegt, warum er 10 Minuten läuft und dann anfängt mit dieser Knallerei. Keine Ahnung. Ja, also das ist nicht so schön. Das hat auch ganz schöne Geräusche gegeben. Das war sehr unschön vorhin. Ja. Und also wenn wir morgen telefonieren, was das auf sich hat. Und die Herrschaften waren hier so nett und haben uns Strom gegeben. Und wir können jetzt auch, wenn wir morgen weiterfahren, nur dahin fahren, wo es Strom gibt. Also ja. Gut, dass wir es zum Beispiel ausgetestet haben. Ne? Weil wir wollen ja auch mal gerne jetzt autark stehen. Hätten wir ja jetzt hier auch gemacht. Ja, genau, hätten wir hier gemacht und geht nicht. Nee. Ja, also, es könnte ja auch mal was glatt laufen. Aber es ist halt einfach so und müssen wir jetzt... Ärgerlich. Aber gut, dass wir die Tour machen. Also, ja, klar. Das war mir halt wichtig, dass wir wenigstens vor unserem Urlaub mal so ein paar Tage wegkommen, um alles mal auszutesten. Und bums, haben wir schon das erste Problem. Dann werden wir mal sehen, was dabei jetzt rauskommt. Ne? So, jetzt lassen wir unseren Hundi nochmal raus und dann gibt's Happy Happy für uns. Falsche Wort. Ja, also, na dann, bis später. Das ist zum Beispiel jetzt auch was Schönes. Jetzt können wir essen und können nebenbei rübergreifen. Ups. Da würden andere sagen, na, kein Platz im Auto. Das ist Michael. Genau das ist Michael. Sprichst du jetzt zum Publikum? Ja. Ach so. Bei Michael ist das Glas immer halb leer. Mindestens. Guten Appetit. Ich werde jetzt übrigens mal hier den Hirtenkäse probieren, den Ziegenhirtenkäse. Ich habe vorhin schon einen Käse probiert mit Asche. Allerdings muss ich sagen, hat mir das nicht gefallen, dass man die Asche zwischen den Zähnen merkt. Und geschmacklich war der sehr, sehr gut, aber das hat mir nicht so zugesagt. So, jetzt probiere ich mal den Ziegenhirtenkäse. Bin ich mal gespannt. Sehr gut. Sehr gut. Schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Dann nehme ich mir morgen vielleicht noch was mit. Aber eventuell fahren wir ja noch zu einem Ziegenhof. Die hat auch leckeren Käse. Da gehe ich ab und an nämlich schon mal einkaufen. Das ist nicht so unweit von uns zu Hause entfernt. Manchmal fahre ich dort einfach hin, weil es dort einfach ganz leckeren Käse gibt. So,
Und du möchtest auch deinen Wrap? Ach, guck mal hier. Da greife ich doch einfach mal schnell rüber. Zack, hat er mir hier seinen Wrap. Ich muss noch nicht mal aufstehen. Wunderbar. Komm her, meine Kleine. Komm, du auch. Komm. Ja, der muss noch bleiben. So. Moment, jetzt kann ich drüben erzählen. Ja, ja. Da fehlt dann eine Verrückte, aber. Komm her. Sie ist ja auch geil. Wie alt ist sie? Ja. Ja. Ja, so März, von März ungefähr. Ja, März, April sind die Dreh. Ja, die Mutter, die Bekannte hat sonst gebracht, den Kleinen gebracht, weil die Mutter, da ist alles mit rausgekommen. Er war nicht da gewesen und so, naja. Dann konnte er sich bloß noch einschläfern. Oh. Ja. Und wir haben immer Biestmilch, also die erste Milch, die haben wir immer eingefroren. Von irgendwelchen Ziegen, die zu viel haben. Und ja, und wenn irgendwas ist, dann kommt irgendeiner, der Ziegen hat, der will, die kommen dann mal nach uns. Das ist die Anna, das ist ein Pyrenäenhund und sie passt auf die Ziegen auf. Ja, das ist die große Hütehündin. Na, dir geht's doch gut hier.
Ja, guten Morgen, liebe Videofreunde. Wir haben die erste Nacht in unserem Auto gut geschlafen. Aber wir müssen unsere Zelte hier abbrechen. Und da wir gesagt haben, da das ja unsere Testtour jetzt ist, was ein Glück, machen wir die. Schreiben wir gar nicht erst lange E-Mails, haben wir zwar auch schon gemacht, aber fahren wir einfach richtig hin und klären das vor Ort. Und wenn, ist immer besser, wenn man vor Ort ist. Und dann haben wir uns einen Campingplatz ausgeguckt. Falls wir da noch Platz kriegen, müssen wir mal anrufen, wo wir bleiben können. Ja, das ist heute der Plan.